Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video möchte ich nochmal ganz kurz zeigen, warum ich X11 bevorzuge und nicht Wayland. Ich öffne mal kurz das Terminalfenster. Das ist mal hier auf groß. Gebe mir mal ein INXI-FZ. Dann schauen wir mal eben, was wir für eine Version haben. Von X11, irgendwo stand das hier. Hier, ihr Display X11 Server Xorg in der Version 1.21.1.3. Und zwar habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich mit Teams arbeite, einfach hier auf die drei Punkte zu klicken, auf diesen Pfeil zu klicken, zu sagen, ich teile meinen Desktop. Und dann funktioniert das Ganze auch. Das geht unter Wayland schon mal nicht. Punkt Nummer 2 wäre, ich starte mal Tomb Raider mit X11. Ganz normal, rechte Maustaste mit Q4 Weine. Sag ihm OK. Und ja, wie ihr seht, Tomb Raider läuft. So, ich logge mich mal ein, gebe ich mein Passwort ein, das Passwort steht, aber vorher muss ich hier einmal umstellen, noch steht auf Xorg, das müsste Wayland sein, ich sage ihm okay, Wayland funktioniert, gut, ich würde sagen, OBS mache ich jetzt erstmal an. Jetzt gebe ich im Terminal noch mal ganz kurz zum Gegenchecken. Gebe ich noch mal ein INXI-FZ, warte mal, ein kleines Z. Und wir sehen, was haben wir hier für eine Wayland-Version? Hier, Display Wayland, Server ist auch Xorg, in der Version 1.22.1.1. Beziehungsweise X-Wayland hat die Version 22.1.1. Soweit, so gut. Wenn ich jetzt Teams starte, das dauert einen Moment, und sage ihm jetzt Desktop teilen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr seht, es funktioniert nicht. Das habe ich selbst ausprobiert in einer Teams-Sitzung. Ja, wollte ich mein Desktop teilen und es hat nicht funktioniert. Das war natürlich eine Katastrophe, weil das ganze Meeting war nämlich dann im Endeffekt für den Arsch. Entschuldigung. So war es halt eben. Und ganz frustriert wollte ich dann eine Runde Tomb Raider spielen. So wie immer, ich es seit Jahren im Endeffekt starte. Per rechte Maustaste mit Q4 Weine. Und wie ihr seht, es passiert nichts. Ich starte ganz normal Tomb Raider, so wie es gewohnt war, aber es funktioniert einfach nicht. Ja, das sind jetzt meine Gründe, weshalb ich nach wie vor bei X11 bleibe. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!